In der letzten Folge hat Werder Bremen ja mit so komischen Platzhalter-Trikots gegen uns gespielt. Und dank euch habe ich jetzt herausgefunden, dass das dritte Trikot von Werder Bremen in FIFA fehlt, komischerweise aber trotzdem vom Spiel im Karrieremodus ausgewählt werden kann. Jetzt aber mal Schluss mit dem Detektivmodus, rein in den Ich zerstöre die zweite Liga-Modus. Ihr werft währenddessen den Ich hau einen Daumen rein-Modus an. 9774 bei der letzten Episode, da ist definitiv mehr möglich. Und während ihr jetzt dafür sorgt, dass das klappt, gehe ich rein in die Highlights im Max-Morlock-Stadion gegen die Klubberer, die sogar ihre eigene Musik hier mit drin haben im Spiel. Das hat schon echt eine geile Stimmung hier. Jetzt aber mal rein da in die Action. Und direkt rein in den ersten gefährlichen Angriff mit Krüger, der den Ball hier nochmal zurückbekommt. Ganz rechts läuft ein gewisser Sommer, der bringt die Flanke rein. Da ist Martin extrem frei, aber es ist leider abseits. Das wäre natürlich sehr nice gewesen, hier direkt in Führung zu gehen. So muss Mogala hier mal wieder seinen inneren Van Dijk channeln. Dann kommt Baumgartner über links, der zieht da ordentlich durch. Ja, aber jetzt muss ich das wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen, damit wir keinen Fehler machen. Jetzt darunter, viel Platz für Baumgartner. Baumgartner? Warum zur Hölle ist die Szene jetzt auf einmal wieder weg gewesen? Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob der reingegangen wäre. Von der Tendenz her eher nicht. Sommer steht da richtig in der Situation. Jetzt Kerber, das ist eine riesen Kontersituation. So richtig frei ist aber keiner und dann warte ich ein Stück zu lange, um den Ball da links rauszuspielen. Komm, Baumgartner muss den jetzt einfach nur reinflanken. Baumgartner flankt den zu weit. Petersen war halt extrem frei im Zentrum. Also wie wir es hier gerade schaffen, kein Tor zu schießen, ist echt eine beachtliche Leistung. Und genau die sorgt ja jetzt auch dafür, dass wir mit einem 0:0 rausgehen aus dem Spiel. EA wollte es aber auch unbedingt so. Das hat doch allein nur die eine Szene gezeigt, wo die mitten im Schuss weggeschalten haben. Naja, zumindest einen Punkt haben wir geholt, bleiben damit dran an der Spitze. Am Hamburger Sportverein unter anderem, gegen die wir heute auch noch zocken werden. Und zwar komplett in voller Länge, denn die haben die Abstimmung gewonnen. Und apropos Abstimmung, da gab es ja auch noch eine zur Kapitänswahl. Fühle ich ja extrem, dass wir das jetzt immer so machen. Ist aber alles beim Alten geblieben. Krüger hat die Wahl erneut gewonnen. Hier seht ihr komplett alle Stimmen. Wenn ihr es euch nochmal genauer anschauen wollt, dann drückt ihr einfach auf Pause. Zweiter Kapitän ist auf alle Fälle Broll ab sofort. Und der dritte dann Baumgartner. Dann simulieren wir mal ein bisschen weiter hier. Aber keine Sorge, es wird sich heute nicht nur um das Ligageschehen drehen. Ganz im Gegenteil, wir haben noch so einiges abseits davon zu tun. Arthur Kraft möchte jetzt auf Leihbasis gehen. Und ich fürchte, da können wir halt echt nichts anderes tun, als den ziehen zu lassen. Dann könnte ich ihn aber theoretisch einfach wieder sofort zurückholen. Müssen wir mal schauen, weil eigentlich brauchen wir den Kollegen schon. So als Backup für Castro, er ist auch gar nicht so viel schlechter. Mit der beste Spieler auf der Auswechselbank. Aktuell trägt er übrigens die Nummer 1 auf dem Rücken. Aber das hat euch überhaupt nicht gefallen, vollkommen verständlich. Das wird also angepasst. Und ich glaube, ich passe das jetzt einfach so an, dass ich da die Nummer tausche mit Kevin Broll. Der bekommt stattdessen die 1. Ist ja immerhin unsere Nummer 1. Kraft ist dadurch jetzt auf die 10 gewechselt, finde ich eigentlich ganz okay. Außer ihr habt jetzt da noch einen besseren Vorschlag, dann schreibt es in die Kommentare rein. Neue Transfervorschläge haben wir natürlich noch. Zwei Stück nur. Einmal Tom Bischoff und dann noch Youssoufa Moukoko. Wir können kurz nach Petri, Gavi und Musiala schauen. Petri spielt mit seiner 90er Gesamtstärke in der Premier League für die Spurs. Gavi auch in der Premier League bei Fulham. Auch Jamal Musiala ist gewechselt. Auch der natürlich in die Premier League. Liverpool. Ja, und Bellingham wolltet ihr noch sehen. Ist der Kollege auch in die Premier League gewechselt? Ne, den hat es tatsächlich in die La Liga verschlagen. Zu Real Madrid. Das war es noch lange nicht mit den Themen für heute. Für zwischendrin gehen wir jetzt aber mal rein in die nächste Partie gegen Saarbrücken. Per Schnellsimulation gewinnen wir mit 1:0 dank unserem zweiten Kapitän Baumgartner. Dritter Kapitän ist er natürlich. Um das Spiel rum haben wir auch noch ein Leihangebot für Arthur Kraft bekommen. Das erste von Bologna. Ey, keine Ahnung, wann soll ich das machen? Ein Jahresleihe. Wir delegieren das Ganze mal. Kolbe denkt, er hätte mehr Einsätze verdient, aber das stimmt ja mal überhaupt nicht. Wir haben da eine bessere Nummer 1, eine gesetzte Nummer 1. Schulz bedankt sich für die Spielzeit. Ja, und da ist alles nach Plan gelaufen. Schulz wird hier und heute später auch noch definitiv eine größere Rolle spielen. Wobei, vielleicht tut er das ja auch jetzt schon. Und zwar im absoluten Spitzenspiel gegen den Hamburger Sportverein. Das ist so ein besonderes Spiel. Da nehmen wir auch mal wieder die Pressekonferenz mit. Ist die Mannschaft gut genug, um weiter solche Leistungen zu bringen? Ich würde sagen, natürlich ist sie das. Ich glaube weiterhin an die Qualität unserer Jungs. Können sie heute mehr Tore machen? Ist mir ehrlich
ehrlich gesagt egal, Hauptsache wir gewinnen. Zuletzt hat der Team schwankende Leistungen gezeigt. Wie sehen Sie diese Formschwankungen? Ich würde sagen, gerade bei so einer jungen Truppe, die wir da haben, ist das relativ normal. Ja, wenn sie älter werden, dann werden sie sich auch verbessern. Ich mache mir da keine großen Sorgen, ehrlich gesagt. Ein Sieg in diesem Spiel wäre auf alle Fälle ein sehr großer Schritt in Richtung Aufstieg. Und nicht umsonst läuft hier gerade wieder so ein besonderes Intro durch. Also das Game weiß auch, was das hier für ein besonderes Spiel im Volksparkstadion ist. Erster gegen Zweiter, HSV gegen Bayreuth. Zwei Vereine, die einfach in die erste Liga gehören. Aber wer will es mehr? Das wird sich hier und heute wahrscheinlich zeigen. Was macht Greuß denn da vorne? Der muss den querlegen, braucht ein bisschen lange und trotzdem ist es die Führung für Bayreuth. Am Ende wahrscheinlich ein Eigentor. Greuß lässt sich feiern. Da hat er mal eben keinen Bock mehr, nur zu verteidigen, nur abzuräumen vor der Abwehr, schaltet sich nach vorne ein. Und dann ist da schon ordentlich Glück dabei, aber es zählt als Tor von Greuß. Werde ich mich aber mit Sicherheit jetzt auch nicht drüber beschweren. Castro mit viel Platz. Castro Raab hält den fast sicher. Also krass, wie wenig Schusskraft Castro da teilweise auf die Bälle kriegt. Zur Halbzeit führen wir hier dennoch mit 1:0. Und es liegt vor allem an unserer sehr starken Defensivleistung bis hierhin. Also da wird echt nichts zugelassen. Jetzt mal wieder Martin, der muss das alleine machen. Der muss das alleine machen. Da kommt zu wenig raus. Das ist eigentlich eine Riesenchance. Und natürlich kann sich das jetzt noch rächen. Klünter blockt den Versuch hier zum Glück. Aber ich gehe davon aus, dass der HSV hier auch nicht so besonders viele Chancen brauchen wird. Hey, kaum denke ich irgendwas in die Richtung. Schon erzielen die den 1:1 Ausgleich. Und das war halt alles andere als kompliziert gespielt. Der kann da einfach in den 16er reinpassen. Der nimmt den direkt. Ich glaube, Klünter war es, der da viel zu weit wegsteht von seinem Gegenspieler. Und jetzt fängt hier wieder alles bei 0 an. Und der HSV legt jetzt scheinbar erst so richtig los. Wäre natürlich perfekt, jetzt genau in die Phase reinzutreffen. Deshalb wechsle ich dreimal. Bringe neue Flügel rein, die hoffentlich besser abschließen können. Extrem viel Platz für Daniel Krüger. Und das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Der erneut gewählte Kapitän von Bayreuth trifft hier zur 1:0 Führung. Aber schaut euch das an. Einfacher kann es ja nicht gehen. Wie viel Platz hat der da in der Mitte? Also da ist der HSV ja mal sowas von selbst schuld. Jetzt der eingewechselte Kraft bringt den in die Mitte. Wird aber abgeblockt. Die Ecke darf er auch noch bringen. Morgalla auf der Linie wird geklärt. Beinahe die Entscheidung. So müssen wir weiterhin zittern. Es ist die 89. Minute jetzt. Jetzt nur nicht nachlassen in Sachen Konzentration. Klünter, ja. Jawohl, da ist er zur Stelle und normalerweise, ja gut, es gibt doch Nachspielzeit. Aber ich glaube halt nicht, dass ich den Ball nochmal abschenken werde. Vielleicht schießen wir sogar noch ein Tor. Das sieht eigentlich ganz vielversprechend aus. Das ist Daniel Krüger. Hätte er noch eine Bude machen können. Egal, Hauptsache wir gewinnen. Schlagen den HSV in einem dramatischen Spitzenspiel mit 2:1. Und übernehmen dadurch jetzt natürlich die Tabellenführung. Könnte zum ersten Mal in dieser Saison sein. Bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Saarbrücken und dann ist halt auch schon Winterpause. Ja, und wir verabschieden uns leider mit einem 1:1 in die Winterpause. Also leider nicht mit einem Sieg. Der HSV hat aber auch nicht gewonnen. Das heißt, wir sind nicht nur Herbstmeister, sondern auch noch dazu bis zur Rückrunde Meister. Keine Ahnung, wie man das jetzt richtig nennen soll, weil die Hinrunde ist ja eigentlich nach 17 Spielen vorbei. Hier gibt es dann aber immer noch eine extra Zusatzpartie, bevor dann Pause ist. Aber man muss ganz klar sagen, wir können nicht nur super zufrieden sein mit der Hinrunde. Nein, wir müssen auch mittlerweile ganz, ganz klar auf den Aufstieg gehen. Die Mannschaft hat das Niveau, wir sind nicht umsonst Erster und irgendwelche Ziele muss man sich ja stecken. Wir können jetzt nicht einfach sagen, hey, wir spielen um gar nichts mehr und dümpeln da irgendwo im Mittelfeld rum. Winterpause bedeutet aber natürlich auch Transferphase und das wiederum bedeutet, dass ich Arthur Kraft ausleihen kann. Wir sind jetzt irgendwie auf 2 Jahre gegangen. Ich dachte, ich hätte ein Jahr eingestellt. Also wenn ich ihn ausleihe, dann maximal für ein Jahr. Jetzt gehen die auf eine kurze Laufzeit, aber das ist vollkommen okay für mich. Ist ja eigentlich noch umso besser, akzeptieren wir so. Das heißt, Arthur Kraft wird die Rückrunde höchstwahrscheinlich bei Bologna spielen. Außer ich hole ihn halt direkt wieder zurück. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare rein, weil ein bisschen getrickst ist es dann natürlich schon, wenn ich ihn einfach sofort wieder zurückhole. Finanztechnisch stehen wir jetzt gerade bei 524.000 und auf euren Wunsch hin werde ich einen Teil davon ausgeben, um zumindest mal einen Scout, unseren besten
nächsten Scout loszuschicken. Und zwar ganz einfach nach Deutschland, würde ich sagen. Der wird da nach einem Torhüter suchen. Auch das auf euren Wunsch hin. Und wir machen jetzt einfach mal 6 Monate. Das ist dann so ungefähr einfach die restliche Zeit der Saison. 296.000 Wochenbudget, 11.000 Euro ungefähr. Ja, und jetzt möchte ich halt auch noch Verträge verlängern, ohne komplett alles auszugeben. Mal schauen, ob das klappt. Ich fange mal an bei Broll. Der verdient gerade 3.000 und sein neues Gehalt sind jetzt 5.500. Dadurch stehen wir jetzt schon nur noch bei 8.445 Euro Wochenbudget. Also ich kann damit niemals die Verträge der kompletten Mannschaft aufstocken. Weil ihr seht, wir haben da rechts unten so viele Daumen nach unten. Aber zumindest bei den wichtigeren Spielern wie hier Mogala sollte man schon noch mal was drauflegen. Das war jetzt zu niedrig. Dann machen wir mal bei Niklas Wilson Sommer weiter. Ja, und die Sache ist ganz klar. Wenn wir Geld einnehmen sollten im Winter, dann werde ich da auf noch weitere Vertragsverbesserungen gehen. Reus ist jetzt erstmal der Letzte, dessen Vertrag ich aufhübsche. Denn ihr seht ja, wo unser Budget jetzt steht. Also mehr ist da erstmal nicht mehr drin. Und vor allem wollen wir ja auch noch einen Transfer tätigen, den wir jetzt echt schon länger vorbereitet haben. Bevor wir dazu kommen, will ein Jugendspieler weg. Daniel Hartmann. Das ist der Kollege hier. Der sieht halt echt nicht so verkehrt aus, ne? Den werde ich zum Profi befördern, um ihn dann direkt auf die Leihliste zu setzen. Hier sehen wir noch den Abgang per Leihe von Kraft. 6 Monate Bologna. Und jetzt aber. Wir sind angekommen am 1. Januar 2025. Und das bedeutet, wir können aktiv werden auf dem Transfermarkt. Viel Geld haben wir aber natürlich nicht am Start, das wissen wir ja. Was wir aber natürlich tun können, ist Spieler eintauschen. Und das ist auch ganz klar eure Idee für Nico Schulz. Den wollen wir eintauschen gegen einen jüngeren Linksverteidiger. Sein Marktwert liegt bei 3,1 Millionen. Was man übrigens auch nicht vergessen darf, ist, dass er der absolute Topverdiener ist in der Mannschaft. Also da könnte budgettechnisch auch noch mal einiges frei werden. Und trotzdem können wir uns jetzt kein absolutes Megatalent holen, weil es beim Eintauschen halt vor allem um seinen Marktwert geht. 3,1 Millionen. Was haben wir da so für Optionen? Greilinger ist 2,2 Millionen wert. Meier 11 Millionen. Eindeutig zu teuer und ist auch gerade erst gewechselt. Mittelstädt ist zu gut. Plattner hat eine Option. Der ist halt ähnlich alt. Also in der Hinsicht keine Verbesserung. Am häufigsten habt ihr immer Tom Rothe vorgeschlagen. Aber der ist halt auch ziemlich teuer. Am für interessantesten halte ich tatsächlich Prinz Anning. Wobei es auch bei dem vom Geld ja knapp wird. Ich versuche es jetzt auf alle Fälle mal bei Tom Rothe. Einfach weil den so viele von euch favorisieren. Aber ich glaube halt nicht, dass Borussia Dortmund Nico Schulz zurücknimmt. Wobei wir da jetzt sogar schon ein bisschen Budget nach oben drauflegen könnten. Jetzt auch nicht so besonders viel. Ich mache mal einfach 200.000. Einfach damit da noch irgendein Geld dabei ist. Ja, und die wollen Nico Schulz überhaupt nicht haben. Kann ich aber vollkommen verstehen, dass sie den nicht zurücknehmen wollen. Aber dann wird das halt höchstwahrscheinlich nichts mit Tom Rothe. Nächster Anlauf, Prinz Anning. Schon wieder ein Spieler von Dortmund. Das ist jetzt aber immerhin Dortmund 2. Und der gute Prinz ist auf alle Fälle auch nochmal günstiger. Da sind wir jetzt echt nicht weit auseinander vom Marktwert her. 200.000 oben drauf. Auch die haben keinen Bock auf Nico Schulz. Und dann können wir es uns natürlich nicht leisten. Also es gestaltet sich hier echt als schwierige Aufgabe, den Kollegen einzutauschen. Es bleiben eigentlich nur noch Plattenhardt und Greilinger. Außer natürlich, ich hole einen Rechtsverteidiger und forme den dann um. Fühle ich aber ehrlich gesagt immer nicht so ganz. Außer natürlich, der kann von Haus aus schon Linksverteidiger spielen, wie hier Jasic, der zumindest mal LAV kann. Erhöht jetzt aber natürlich nicht unbedingt die Wahrscheinlichkeit, dass die Nico Schulz haben wollen. Ja, und nee, den will irgendwie keiner. Selbst bei Greilinger klappt's nicht und das, obwohl der deutlich weniger wert ist als Nico Schulz. Bleibt also nur noch Marvin Plattenhardt. Und ja, ich weiß, ich habe gesagt, wir wollen Nico Schulz gegen den jüngeren Linksverteidiger tauschen. Das wäre hier jetzt natürlich nicht der Fall, aber wenn es halt sonst bei niemandem klappt, dann müssen wir das jetzt so probieren. Nico Schulz gegen Marvin Plattenhardt. Auch die wollen Nico Schulz nicht haben. Und das bedeutet jetzt ganz einfach, ich werde den Typen scheinbar nicht eingetauscht bekommen, wodurch er dann wohl die komplette Saison bei uns bleibt. Dann verkaufen wir ihn halt einfach doch erst zu Beginn der nächsten Saison. Aber vielleicht wachsen in der Zwischenzeit dann ja auch gewisse Jugendtalente heran. Denn wir haben da schon Kandidaten in der Fußballschule drin. Einen gewissen Philipp Baumann, der sich ja über die Rückrunde auch noch ordentlich verbessern könnte. Um Nico Schulz dann nahtlos zu ersetzen, dann müssten wir nicht mal einen neuen Spieler dazu kaufen. Und das wäre natürlich schon sehr nice, dann hätten wir mehr Geld für andere Positionen. Wobei es andererseits natürlich schwer werden könnte, mit so einem Linksverteidiger in der ersten Liga rumzulaufen, der halt maximal
irgendwie so eine 70 haben wird. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Dafür müssen wir es ja erstmal überhaupt schaffen mit dem Aufstieg. Das ist hier alles nicht in Stein gemeißelt oder so. Hartmann habe ich übrigens für 2 Jahre an Alanyaspor ausgeliehen, weil der würde jetzt noch auf keinen Fall irgendeine Rolle bei uns spielen. Da denke ich, ist das eine ganz schlaue Geschichte. Die Young Boys hätten gerne Niklas Wilson Sommer. Ich sag mal, für so 3,5 Mio könnt ihr den Kollegen haben. Dafür würde ich ihn abgeben. Ist ja auch eher einer der schwächeren Spieler in der Mannschaft, aber für 1,9 bringt mir das halt rein gar nichts. Damit kann ich mir nicht mal einen besseren Ersatz leisten. Und warum sollte ich so einen Spieler dann abgeben? Vor allem, weil ich den Ingame auch echt immer richtig gut finde. Der räumt da so heftig ab auf unserer rechten Seite. Kilian Thomas hier sieht nice aus. Den können wir brauchen. Jan Simon! Was ist das denn bitte für ein krankes Jugendtalent? Jetzt muss ich hier irgendeinen Spieler erstmal rausschmeißen. Da trifft's Novak, weil der so eine niedrige Gesamtstärke hat. Ey, aber diesen Jan Simon muss ich ja sowas von haben. Was ist das denn bitte für ein kranker Keeper? Und vor allem ist es auch so eine Position, wo schon noch ein Jugendtalent mit reinrutschen könnte. Der hat eine 65 mit 16 Jahren. Bekommt jetzt hier sofort einen Entwicklungsplan reingeballert. Boah, der Kollege sieht richtig, richtig nice aus. Jan Simon, die neue Torhüter-Hoffnung. Ich weiß nicht, ob der dann schon nächste Saison interessant werden könnte. Aber spätestens dann für die übernächste müssen wir den Jungen auf alle Fälle auf dem Zettel haben. Ich habe übrigens gerade nochmal versucht, Nico Schulz einzutauschen, aber keiner will ihn haben. Erneut das gleiche Resultat. Wir können jetzt also mit ihm in der Startelf in die Highlights gegen den ersten FC Nürnberg reingehen. Und da gehen wir jetzt auch sofort rein in die Action, denn wir haben heute ja schon mal gegen die gespielt. Winzheimer versucht es da, Schulz blockt den, geht nochmal dazwischen. Richtig, richtig gut und jetzt ein Elfmeter. Daniel Krüger kann uns hier zum 1:0 schießen. Wohin springt der Keeper? Springt in die rechte Ecke. Aber Daniel Krüger schießt nach links. Man hat auch die ganze Zeit so einen grauen Pfeil unter dem Keeper gesehen, dass so die ganze Zeit die Richtung immer hin und her gewechselt hat. Aber das ging so schnell. Ich glaube nicht, dass es was bringt, darauf irgendwie zu achten. Und zum Glück habe ich das gar nicht erst versucht, weil sonst hätte es vielleicht nicht geklappt mit dem 1:0. Krüger bringt jetzt mal einen Freistoß in die Mitte. Der kommt schon sehr weit. Deshalb nochmal reinpassen. Castro aus der Drehung. Knapp drüber das Ding. Nächste Szene. Kontersituation mit Martin. Der ist schon einigermaßen schnell, aber eben doch nicht so schnell, um einfach nur entspannt wegzuziehen. Daniel Krüger kommt da nicht ran. Es geht aber weiter mit der Szene. Ganz viel Platz für Baumgartner. Und dann ist es passiert. Das 2:0 für die Oldstoder. Und wir bekommen hier echt eine Szene nach der anderen. Also so ist es dann natürlich doch einigermaßen einfach hier zu gewinnen, auch wenn Krüger den verliert. In der 81. kommt nochmal Nürnberg. Jetzt bloß nicht kassieren, denn dann könnte es doch nochmal spannend werden. Das machen die nicht schlecht. Morgalla blockt den aber dann Schulz, der den zur Ecke klärt. Die sehen wir aber nicht. 2:0 Sieg. Also mittlerweile läuft sogar, wenn ich die Highlights zock. Und das zeigt halt einfach, was diese Mannschaft für eine Qualität mitbringt. Nicht umsonst stehen wir da weiterhin an der Spitze der zweiten Bundesliga. Mittlerweile mit 4 Punkten Vorsprung. Gehen so richtig rein in den Deadline Day. Wo ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht glaube, dass nochmal großartig was passiert. 7,6 Mio für Kerber. Vielleicht geht ja doch noch was. Ich will ihn nicht unbedingt abgeben. Andererseits brauchen wir halt eigentlich schon Geld. Broll. Ja, den gebe ich wirklich nur extrem ungerne ab. Lieber verkaufe ich Kerber als Broll. Vor allem, weil ich auch glaube, dass wir bei Broll nicht so viel über Marktwert erhalten. Genauso ist es. Weil der hat jetzt nicht mehr so extrem viel Potenzial. Ist ja auch nicht der allerjüngste. 5,2 Millionen für Kerber. Aber das ist halt schon weit vom Doppelten des Marktwerts entfernt. Was ja normalerweise immer so die Grenze ist, bei der ich auf alle Fälle schwach werde. Ich verlange nochmal das Doppelte. Jetzt gehen die sogar runter. Mann, ich hätte halt eigentlich schon gern nochmal Geld gehabt. Aber für 5,1 Millionen, das lohnt sich nicht. Jetzt meldet sich noch Kopenhagen für Baumgartner, aber nee, da war auch das Startgebot viel zu niedrig. Den würde ich wirklich nur für krank viel Geld ziehen lassen. Und ich denke, die allermeisten von euch wollen sowieso, dass er hier bleibt. Und das tut er auf alle Fälle auch erstmal, denn die Transferphase ist vorbei. Wir sind Schulz nicht losgeworden. Trotzdem werde ich jetzt aber mal was anderes versuchen, denn wir könnten ihm ja eigentlich einen schlechteren Vertrag anbieten. Und ich glaube, normalerweise sollte er das dann auch akzeptieren. 13.500. Wir haben also zumindest nochmal ein bisschen Geld rausgeholt, was ich ja jetzt wieder in einem anderen Spiel
Spieler wie Morgalla geben kann oder Kevin Baumgartner. Das war's jetzt aber auch erstmal wieder. Das restliche Geld muss ich aufheben, damit wir uns zumindest noch so ein bisschen Jugendarbeit leisten können. Aber wir haben echt ernsthafte Geldprobleme gerade. Wobei ernsthaft ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Zumindest leichte Geldprobleme. Gegen Paderborn gewinnen wir 2-0, marschieren weiter in der Liga. Ach nee, und jetzt hat sich Castro gemeldet. Der will mehr Geld verdienen. Das Problem ist halt, wenn ich ihm jetzt keinen neuen Vertrag gebe, dann will er wahrscheinlich verkauft werden. Ich versuch's mal. 2000 Euro, das funktioniert noch. Aber ich glaube, jetzt haben wir halt echt gar kein Geld mehr. Jetzt können wir halt sogar die Jugendarbeit vergessen. Aber ich musste das einfach tun. Ich kann ja nicht Castro unglücklich werden lassen. Ich hoffe, es melden sich keine weiteren Spieler jetzt mehr. Weil dann wird's halt echt richtig kritisch. 1860 war bei der Abstimmung auf Platz 2. Deswegen heben wir uns die Partie für die nächste Episode auf. Das kommt erneut rein in die Abstimmung zusammen mit Fürth, Darmstadt, den ganzen Partien aus dem März, den gesamten Partien aus dem April. Und dann gehen wir halt wirklich schon wieder aufs Saisonfinale zu. Ein bisschen schade, dass wir Schulz nicht losgeworden sind. Aber gut, dann passiert das halt einfach zu Beginn der nächsten Saison. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst einen Daumen da, vergesst es nicht. Macht gerne ein paar Vorschläge, was den Karrieremodus angeht, in den Kommentaren. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Burn. Wer die letzte Folge nicht gesehen haben sollte, das jetzt aber nachholen möchte, der klickt einfach hier aufs letzte Video. Ansonsten gibt es darunter auch noch ein anderes Video, falls ihr das letzte Video schon gesehen habt. Ganz, ganz entspannte Geschichte, auch auf der Infocard gibt es noch weitere Videos. Und ich würde sagen, es wird Zeit, dass du jetzt da auf eins von den Videos draufklickst.